Ciao a tutti! Ciao ragazzi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren GCN auf Deutsch Show. Und langsam wird es ja kühler draußen, der Herbst steht vor der Tür, aber wir reden heute darüber, wie ihr trotz fallender Temperaturen bestens zum Radeln gerüstet seid. Genau richtig, Mario. Außerdem reden wir über den Giro Italia, der ja gerade läuft. Und wie immer könnt ihr zweimal etwas gewinnen in unserer GCN Inspiration und der beliebten Caption Competition. Also bleibt dabei! Viel Spaß! Wie hast du dich denn dieses Jahr auf den Herbst vorbereitet, Björn? Dieses Jahr, also wie du ja weißt, bin ich kein Profi mehr, du bist auch kein Profi mehr. Und jetzt wird es ja so langsam kritisch. Ich meine, 15 Grad, wir kommen unter dieser magische Grenze, die für mich da steht, ja, dass ich noch rausgehe aufs Rad. Ich finde es nicht schön hier gerade. Deswegen gehe ich eigentlich vermehrt jetzt in den Gym. Oder mach alternative Sportarten wie Boxen oder auch Tennis spielen. Ja, ansonsten können wir dennoch das weitergeben, was wir im Laufe der Jahre gelernt haben an Vorbereitung, wie man am besten in den Herbst geht, denke ich, oder? Ja, aber also ganz ehrlich, ich finde jetzt, wo die Blätter bunt werden und so, kann man doch auch richtig schöne Touren machen. Aber dann erzähl unseren Zuschauern doch mal, wie du dich früher vorbereitet hast auf den Herbst. Auf jeden Fall sollte man sein Rad dementsprechend ausstatten, das heißt Schutzblech etc. sollte ans Rad dran. Dann natürlich die richtige Kleidungswahl, weißt du, weil es wird ja kühl im Herbst, deswegen auf jeden Fall richtige Kleidung haben. Und wenn es euch zu kalt werden sollte, dann wie ich schon gesagt habe, alternative Sportarten ausüben, einfach mal ins Fitnessstudio gehen oder auch mal ins nächste Boxstudio. Und dann haben wir auch noch zwei, drei Tipps und Tricks auf Lager, die euch auch helfen, besser durch den Winter zu kommen. Herbst. 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 Winter kommt ja dann auch noch. Ich würde sagen, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Material an. Und es wird ja jetzt kühl und nass und deswegen wird auch das Material mehr in Mitleidenschaft gezogen. Und deswegen würden wir empfehlen... Meins nicht. Meins nicht, ja. Deswegen würde ich empfehlen, dass ihr euch ein sogenanntes Winterrad aufbaut, das einfach mehr Aluteile anstatt Carbon verbaut hat und so weiter. Dann außerdem sollte es zumindest mal einen sogenannten S-Saver hinten am Sattel dran haben, aber besser gleich ein komplettes Schutzblech vorne und hinten. Ja, da gebe ich dir recht, weil ich kenne das bei mir aus der Erfahrung früher. Ich habe solche Sachen immer ein bisschen abgelehnt, weil es ja Hauptsache, es sah schnell aus. Und wie gesagt, wenn da hinten mal der Arsch sozusagen nass wird durch die Kälte, dann wird wirklich sehr, sehr kühl am Po hinten. Und ich glaube, dass du nie in den Genuss gekommen bist, aber ein Schutzblech am Vorderrad verhindert, dass das Spritzwasser gegen den Rahmen spritzt und dann links und rechts auf deine Schuhe. Also wenn du ein Schutzblech vorne dran hast, bleiben deine Füße zwei, drei Stunden anstatt eine Viertelstunde. Da gebe ich dir recht, aber ich war dafür irgendwie immer zu eitel. Keine Ahnung, wieso. Aber jetzt habe ich ja... Wahrscheinlich hast du deswegen auch immer so gefroren. Ich finde es nicht schön hier gerade. nee, das ist einfach genetisch bedingt, weißt du. Deswegen habe ich da immer eine gewisse Abneigung und bin dann eher zu Hause geblieben. Aber wenn man sich gut vorbereitet, wie du jetzt gerade gesagt hast, kann man natürlich auch draußen auf dem Rad problemlos fahren und ist auch dementsprechend lange warm. Dann würde ich noch sagen, was man machen kann, sind pannensichere Reifen aufzuziehen. Es gibt auf jeden Fall für die Wintermonate von verschiedenen Reifenherstellern Reifen, die nochmal mehr Pannensicherheit haben und auch mehr Grip besitzen als die gängigen Rennradreifen. Und was haben wir noch, Mario, was wir machen können? Licht ans Fahrrad würde ich noch empfehlen. Also es wird erstens mal früher dunkel und zweitens mal ist auch einfach tagsüber nicht ganz so viel Licht wie im Sommer. Und gerade wenn man dann durch den Wald fährt oder so, ist es einfach gut, wenn man gesehen wird, sowohl vorne als auch hinten ein Licht. Genau, das hast du gut gesagt. Und was man auch noch machen kann, man muss jetzt vielleicht im Winter nicht unbedingt mit den teuersten Carbonlaufrädern durch die Gegend fahren, sondern man kann auch einen einfachen Satz Alu-Laufräder verwenden, der vielleicht 30 Speichen hat. Der ist dann zwar ein bisschen schwerer, aber für den Winter auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Ja, ist robuster und außerdem, wenn man noch Felgenbremsen hat, bremst es auch deutlich besser. Und wenn man Felgenbremsen hat, und es ist nass und eklig und viel Schmutz auf der Straße, dann hat man ja auch immer so eine Sandschicht zwischen dem Laufrad und der Bremse. Und wenn man das auch mit seinem Carbon-Laufrad macht, dann ist das ziemlich schnell runtergeschmirgelt. Deswegen ja, verwendet einfach Alu-Laufräder im Winter. Das stimmt, es hat noch einen Vorteil. Wenn man dann später wieder, wenn das Wetter deutlich besser wird, auf die Carbon-Laufräder wechselt, rollt es viel, viel besser. Und das stimmt, das kommt auch noch dazu, ja. Trainingseffekt.
Aber am wichtigsten ist jetzt wohl die richtige Kleidung, Mario. Ich meine, du kennst mich ja. Ja, ich kenne dich. Er ist auf jeden Fall sehr südländisch angehaucht, was das geht, und absolut kein Wikinger. Ach so, so siehst du das. Naja, lassen wir mal so stehen. Wir wissen es ja alle, in der Herbstzeit ist das Risiko sehr, sehr groß, dass man sich eine Erkältung holt. Ganz einfach deswegen, weil man die Temperatur nicht richtig einschätzen kann. Manchmal denkt man, okay, es ist doch relativ warm, ist es dann doch nicht. Manchmal geht man raus und es ist doch ein bisschen kühler und man hat nicht die richtige Kleidung an. Ich würde einfach sagen, im Herbst ist das A und O, dass man wirklich ausgewogen angezogen ist. Und mein Tipp ist eher, am Start ein bisschen zu warm angezogen zu sein, weil während der Fahrt kann man dann die Kleidung auch ausziehen. Ja, da muss man aber auch was anhaben, was man dann wieder ausziehen kann und nicht jetzt also mit der dicken Thermojacke, wenn du die ausziehst und hast drunter nur ein Unterhemd, dann wird es schwierig. Aber ja, wo wir gerade dabei sind, eine sehr gute Empfehlung wären die Gabbas, die wir bekommen haben. Da haben wir welche da. Von Castelli. Ich habe jetzt hier gerade nur die Weste, aber... Die gibt es auch in einem... Stimmt, mit Langarm. Gibt's auch mit Langarm. Perfetto. Ah, okay, okay. Und das sind einfach schöne Sachen, die man immer über das Trikot drüber ziehen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel ein kurzes Trikot anhat, dann zieht man einfach ein paar Armlinge an, packt dann so eine Gabba noch oben drüber, die hält schön warm. Ist auch resistent, wenn es regnet draußen, dann perlt die Regentropfen perlen schön ab. Ich glaube, das haben wir mal bei einem Shooting im Taunus sehr schön. Auf dem Feldberg oben, weil da regnet es nämlich immer. Genau. Frieren ist einfach nur Kopfsache. Ich finde es nicht schön hier gerade. Da haben wir das schön gesehen und wirklich so eine Gabba ist eine gute Sache, weil man kann sie dann in der Fahrt einfach hinten ins Trikot reinpacken, wenn es einem zu warm wird. Und wenn man dann einfach sagt, okay, jetzt wird es mir hier ein bisschen zu frisch in der Abfahrt oder auch sonst wo, packt man sie wieder raus, zieht sie drüber und hat es dann wieder angenehm warm. So ist es und das Ganze ist auch atmungsaktiv, also da solltet ihr auch drauf achten, wenn ihr euch eine Jacke oder so eine Weste zulegt. Ich finde so eine Weste ehrlich gesagt echt nicht schlecht, weil dann der Körper warm bleibt, der Rumpf bleibt warm, aber in den Armen kann man trotzdem noch ein bisschen, abkühlen. Das ist nicht ganz so warm, wie wenn man halt eine langärmliche Jacke anhat. Und worauf ihr wirklich auch achten solltet, ist, dass ihr euch nicht abschrecken lasst, wenn ihr zum Beispiel morgens aus dem Bett aufsteht und rausgeht und denkt, boah, ist ja fürchterlich kalt heute. Ihr müsst immer dran denken, wenn ihr auf dem Rad sitzt, dann wird euch automatisch warm, weil ihr euch bewegt und Sport macht. Deswegen zieht nicht zu viel an, wenn es noch, also nicht die allerwärmste Jacke, wenn es noch 5 Grad oder mehr hat. Im Herbst fängt ja auch die Cross-Saison an, also wenn ihr einen habt, dann setzt euch einfach mal auf den Crosser oder auf euer Mountainbike und fahrt durch den Wald mit seinen goldenen Blättern. Das sind eigentlich, muss ich sagen, übers Jahr gesehen fast meine liebsten Trainingsausfahrten. Das Ganze kurz und knackig, erstens mal wird es einem da nicht kalt und zweitens ist es auch aus trainingstechnischer Sicht gut, auch mal zwischendrin was anderes, intensiveres einzubauen. Hast du gut gesagt und apropos anders, ich würde auch noch sagen, dass wenn man sich im Herbst befindet, sollte man auf jeden Fall Ausgleichssportarten ausüben, die ein bisschen anderen Input einem geben, sei es auf der mentalen Ebene, aber auch körperlich gesehen. Und da gibt es eigentlich immer relativ schöne Sportarten, die auch passend sind für einen Radsportler. Und das sind Sachen wie Boxen, Schwimmen, Fitnessstudien natürlich, auch Joggen kann eine gute Alternative sein zum Radsport. Ich finde es einfach wichtig, dass wenn die eigentliche Radsportsaison rum ist, dass man auch einfach mal was anderes macht für den Körper. Ich meine, wir sind oft genug auf dem Rad und die anderen Muskelgruppen leiden dann schon hin und wieder mal durch das viele Radfahren. Genau, dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war am Samstag das erste Mal wieder joggen, seit sehr, sehr langer Zeit und ich habe nach wie vor ziemliche Muskelkater davon. Also macht ein bisschen langsam, wenn ihr das erste Mal geht, aber ja, Björn hat schon recht. Auch da ist es wieder aus trainingstechnischer Sicht sehr sinnvoll, ab und zu mal was anderes machen und halt andere Muskelgruppen mal zu beanspruchen, damit der Körper halt nicht so verkümmert und zu einem Radsport, ja, so also eine einseitige Radsportbelastung halt noch hat. Mario, und wer jetzt keine Lust hat auf Ausgleichssportarten oder sonstiges und wirklich auf Radsport setzen möchte, auch wenn es kalt ist, wenn es draußen nass ist im Herbst, der kann was machen? Wir haben da irgendwas neben uns stehen. Können wir mal hochholen, oder? Ja, dann hol doch mal hoch und zeig. Komm.
Mal schauen. Oh, Junge, ist das schwer. War noch nicht so viel im Gym gewesen. Ja, doch, eigentlich schon. Der kann natürlich, wenn man hier so einen schönen Smart Trainer hat, kann sich einfach ganz bequem zu Hause auf seinen Smart Trainer setzen. Bisschen swiften. Ja. Und wenn man hier so ein Ding hat, Kicker Climb, dann kann man sogar auch Berge simulieren. Und ihr habt auf jeden Fall eine Menge Spaß. Euch wird es nicht kalt und ihr müsst auch euer Rad nicht ständig putzen. Das wollte ich sowieso noch dazu sagen vorhin, als wir über das Winterrad geredet haben. Das ist nämlich so, im Winter müsst ihr euer Rad deutlich öfters pflegen. Also ich würde fast empfehlen, das mindestens nach jeder zweiten Fahrt, wenn nicht sogar nach jeder Fahrt zu putzen. Weil der ganze Schmutz und zum Teil dann auch das Salz, wenn es später auf der Straße ist, das greift euer Rad einfach an und da bedarf es einfach mehr Pflege, auch wenn es nur das Winterrad ist. Wenn man dann noch so einen schönen Markov-Hochdruckreiniger hat, ja, oder, dann geht das Ganze noch viel, viel einfacher. Matt Finish Detailer. Das wäre eigentlich auch mal was für... Bisschen Detailer. Björn, wir haben ja ganz am Anfang unseren Zuschauern versprochen, dass wir noch ein paar Tipps und Tricks von unserer Zeit als Profi preisgeben werden. Und dies müssen wir jetzt natürlich auch liefern. Und was fällt dir denn da spontan ein? Was ich auf jeden Fall immer gemacht habe, wenn die Temperaturen relativ kühl waren, ich habe mir immer ein heißes Getränk in die Trinkflasche reingemacht, zum Beispiel einen schönen warmen Tee mit ein bisschen Honig. Früher hat man da auch manchmal ein bisschen Rum reingemacht, das habe ich natürlich weggelassen. Ja, hast du gehört aus Sagen. Richtig. Das hat auf jeden Fall immer schön den Körper warm gehalten, wenn man da ein paar Schlücke draus genommen hat. Wer auch möchte, dass der Tee ein bisschen länger warm bleibt, der kann sich auch die sogenannten Thermosflaschen holen. Da gibt es ja mittlerweile auch ein breites Angebot draußen auf dem Flaschenmarkt. Das ist eigentlich so ein kleiner Tipp, den ich jedem mitgeben möchte, wenn er rausgeht und es doch relativ kalt ist. Also Björn meint damit jetzt nicht diese Alu-Thermoskannen, weil das habe ich auch schon gesehen, dass Leute die einfach in ihren Trinkflaschenhalter gemacht haben, aber das ist fürchterlich, weil das klimpert nämlich bei jedem kleinen Schlagloch oder Unebenheit. Ja, ein Trick von mir wäre noch, dass wenn man im Winter eine Kaffeepause macht, dass man die nicht oben am Berg macht. Also mir ist das einmal passiert, da bin ich hochgefahren auf die Schwäbische Alb, bisschen mit Zug hochgefahren, schön nass geschwitzt gewesen, dann reingesessen, ein bisschen gefroren, deswegen habe ich auch meine Jacke angelassen. Und dann kühlt man natürlich richtig aus im Sitzen, also auch in einem Café drin, im Gebäude meine ich, man hat jetzt ja nicht vor der Tür gesessen. Und wenn man dann losfährt und es geht erstmal bergab und man bewegt sich nicht, da friert man fürchterlich und man wird nie wieder warm. Deswegen, wenn ihr in einen Kaffee geht, zieht so viele Schichten wie möglich aus und macht euren Stopp am besten nicht oben am Berg, sondern eher unten, weil danach bewegt ihr euch sowieso wieder und dann wird euch schnell wieder warm und ihr friert nicht für den Rest der Fahrt. Ja, da gebe ich dir absolut recht, weil... Das ist ein völliger Anfängerfehler eigentlich so. Ja, das habe ich auch gelernt. Ich war immer jemand, der hat nicht so gerne die Pausen gemacht, eben gerade auch aus dem Grund, den du gerade geschildert hast, dass wenn man dann wieder losfährt, dass es dann kalt ist. Aber ich bin dann damals auf Mallorca die ein oder andere Runde gefahren mit Steffen Radochler und André Schulze, die berüchtigt dafür waren, dass sie sehr, sehr lange Kaffeestopps gemacht haben, teilweise über eine Stunde lang. Und die haben mir dann irgendwann gesagt, hey Björn, du musst einfach das Ganze ganz entspannt sehen. Zieh einfach deine ganzen Trikots aus, setz dich mit dem Unterhemd ein, wie als ob du zu Hause wärst. Und dann, wenn du losfährst, wirst du auch kein Problem haben. Ja. Genau, und dann gibt es noch einen Tipp, den ich auch noch habe. Der ein oder andere da draußen hat ja auch, sage ich mal, stärkere Probleme damit mit den Händen oder mit den Füßen. Die südländisch angehaucht. So wie ich zum Beispiel, ja, der dann eigentlich relativ schnell kalte Hände und Füße hat. Da würde ich euch empfehlen, holt euch Wärmepflaster oder diese Wärmepads, die man auch kennt, die man dann einfach auf die Hände oben drauf klebt oder legt und bei den Füßen genau das Gleiche macht. Denn die halten mit Sicherheit eure Füße und Hände für circa 2 Stunden relativ gut warm. Muss ich sagen, habe ich jetzt auch gerade gelernt von dir. Habe ich früher nie gemacht, aber ich hatte jetzt auch nicht so oft kalte Hände, kalte Füße. Ja, dann weißt du, das sind die Tricks, die man anwenden muss, wenn man eigentlich dauerhaft friert, wenn die Temperaturen nach unten gehen. Ja, aber ich meine, 2 Stunden warm oder nicht warm ist schon ein Unterschied. Also auf jeden Fall. Kann man sich abschauen. Und dann habe ich noch einen Tipp, wenn es mal draußen nass ist und regnet, dann macht auf jeden Fall die Beinlinge oder die Hose über die Überschuhe drüber, weil dann läuft nämlich das Wasser nicht in den Überschuh rein, sondern außen dran vorbei. Und dadurch bleiben eure Füße auch deutlich länger warm. Gute Tipps.
Jonas Deichmann hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Er möchte einmal die Welt umrunden in einem Triathlon. 40.000 Kilometer möchte er in 10 Monaten absolviert haben. Mal schauen, wie sein Abenteuer weitergeht. Jetzt kommen wir zu unserer GCN-Inspiration. Wir haben es, hab's ja gerade ein bisschen vermasselt gehabt. Ja, hier gibt es wie immer 3 Gewinner und wir wollen erstmal sagen, dass wir sehr stolz darauf sind, dass wir jede Woche so schöne Fotos von euch bekommen, was es uns wirklich nicht einfach macht, die 3 Gewinner herauszusuchen. Heute, die heutigen Preise sind in einem italienischen Flair gehalten, weil ja gerade der Giro Italia in vollem Gange ist. Und ich würde einfach jetzt mal den Ball an dich rübergeben, Mario, dass du den 3. Platz anmoderierst. Das kann ich gerne machen, Björn. Der geht an Stefan Forstner für sein Bild hier von der Transalp und er gewinnt dafür ein paar Italia Stripes Socken. Und an wen geht der 2. Platz? Der 2. Platz, der geht an Hulk GDDH. Und er hat ein schönes Foto dagelassen, wo er eine Bikepacking-Tour gemacht hat in der Region um Bad Ischl. Hat sein Rad hier schön platziert. Ja, findet man ein schönes Foto. Und du gewinnst ein Stripes-Fan-Jersey, auch natürlich im italienischen Design. Und dann, Mario, würde ich sagen, machst du den finalen Gewinner jetzt. Und viel Spaß damit. Danke, danke. Ja, der Gewinner der heutigen GCN Inspiration heißt Muttchen, also ich weiß auch nicht genau, wie man es richtig ausspricht, aber er hat uns auf jeden Fall ein Bild, ein sehr inspirierendes Bild zugeschickt, wie er mit gebrochener Schulter auf der Rolle trotzdem Rad fährt und nicht den Kopf hängen lässt, sondern weiterhin seinen Sport ausübt. Und dafür geben wir ihm ein komplettes GCN Italia Stripes Bundle, also Trikot, Hose. Ja, ganz einfach, weil er uns damit sehr inspiriert hat und er ist anscheinend auch in dem Zustand 300 Kilometer gefahren in 10 Stunden. Also verrückt. Wirklich verrückt, ja. Kann man sich eine Scheibe davon abschneiden. Che spettacolo, wenn wir schon beim Italienischen sind. Genau. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und wenn ihr nicht wisst, wie ihr beim nächsten Mal auch dabei sein könntet, das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr müsst nur ein inspirierendes Bild wie Muttchen hier in der GCN-App unter der Rubrik Radinspiration hochladen und dann suchen Björn und ich uns wieder nächste Show 3 Gewinne raus. Viel Erfolg. Das machen wir, ja. Marc Hirschi aus der Schweiz konnte vergangenen Mittwoch das Flechwallon für sich entscheiden. Hirschi gewann den Bergaufsprint an der Mour de Huy vor Benoit Cosnefroy vom Team Arge Désert und Michael Woods aus Kanada. Bester Deutscher wurde Simon Geschke auf Platz 10 vom Team CCC. Das Flechwallon der Damen über 124 Kilometer entschied die aktuelle Weltmeisterin Anna van der Breggen für sich vom Team Bøls Dohlmanns. Zweiter wurde die Dänin Utrup Ludwig. Auf einem starken 8. Platz kam Liane Lippert aus Deutschland vom Team Sunweb ins Ziel. Ein spannendes Finale nach 257 Kilometern gab es bei Lüttich-Bastogne-Lüttich diesen Sonntag. Eine Gruppe von 5 Fahrern machte dort den Sieg unter sich aus. Unter diesen der aktuelle Weltmeister Julien Alaphilippe, welcher gleich doppelt bestraft wurde. Zuerst jubelte er zu früh und Primož Roglič zog noch ganz knapp an ihm vorbei und durfte sich somit als Sieger über den Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich freuen. Julien Alaphilippe wurde dann noch nachträglich distanziert und landete somit nur auf Platz 5, weil er Marc Hirschi eine Welle verpasste, dieser dabei fast zu Sturz kam. Marc Hirschi rutschte dadurch auf den 2. Platz vor, 3. wurde der diesjährige Tour de France-Sieger Tadej Pogacar vom Team UAE Emirates. Bei der Damen-Edition von Lüttich-Bastogne-Lüttich konnte sich die Engländerin Elisabeth Deignan vom Frauenteam Drexel-Segafredo durchsetzen, vor Grace Brown aus Australien. Beste Deutsche wurde auch hier erneut Liane Lippert mit Platz 10. Das Auftaktzeitfahren beim diesjährigen Giro wurde gewonnen vom amtierenden Zeitfahrweltmeister aus Italien Filippo Ganna vom Team Ineos. Erfreuliches gab es aus deutscher Sicht. Rick Zabel konnte als Sprinter das Trikot des besten Bergfahrers gewinnen, da er den einzigsten Berg des Zeitfahrens über 1,2 Kilometer als schnellster hochfuhr. Die 2. Etappe über 149 Kilometer im Giro war erneut ein Fest für die italienischen Fans. Diego Lissi vom Team UAE Emirates konnte sich in einem Bergaufsprint vor Peter Sagan vom deutschen Team Bora Hansgrohe durchsetzen. Filippo Ganna vom Team Ineos verteidigte sein rosa Trikot erfolgreich. Die Bing Bang Tour über 5 Etappen wurde von Mathieu van der Poel gewonnen vor dem Dänen Søren Krog Andersen vom Team Sunweb. 3. wurde unser Schweizer Landsmann Stefan Küng vom Team FDJ.
Bester Deutscher im Gesamtklassement wurde John Degenkolb mit Platz 10. Kommen wir nun zum Gewinner der Caption Competition. Und da hatten wir ja hier ein Bild von Julian Alaphilippe bei den Weltmeisterschaften in Imola. Da war die Welt noch in Ordnung für ihn und alles hat funktioniert mit dem Siegerjubel. Und der beste Hashtag, der uns zu diesem Bild erreicht hat, kam von Markus Alexander Hermann, der Getschuk Gamer Fullgas gepostet hat. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle und viel Spaß mit deiner neuen GCN Elite Trinkflasche. Aber Björn, wie gewinnt man denn überhaupt bei einer Caption Competition? Wer es noch nicht weiß, es gewinnt immer derjenige, der den besten Hashtag unter das folgende Foto kommentiert. Und der Gewinner darf sich dann immer auf eine schöne GCN Elite Trinkflasche freuen. Ich überlasse dir die Farbauswahl der Trinkflasche für heute. Mario, was haben wir denn heute für ein Foto und wie würde dein Hashtag für dieses Foto lauten? Jetzt muss ich aber einiges machen. Ich bin immer derjenige, der die Hashtags rausballert, aber nie gewinnt. Also, jetzt gebe ich dir mal die Chance. Ja, okay. Also wir haben hier auf jeden Fall ein Bild von der Gesamtsiege-Ehrung des Giro d'Italia der Frauen oder auch Giro Rosa genannt, der ja schon vorbei ist und die Mädels haben da eine sehr interessante rosa Sektgläser bekommen, um passend zu dem Anlass anzustoßen. Und wo du mich jetzt schon gefragt hast nach meinem Hashtag, ich glaube, ich würde einfach Cheers Girls sagen. Schauen wir mal, wie weit du damit kommst. Aber ja, wie gesagt, setzt coole Hashtags unter dieses Foto darunter und dann darf sich der Gewinner über diese schöne rote GCN Elite Trinkflasche freuen. Vielleicht sollten wir auch mal eine pinke irgendwie mit ins Repertoire bei uns reinholen. Giro, ja. Müssen wir mal anmerken. Canyon hat sein neues Aeroad vorgestellt und wir waren schon mal für euch da und haben uns das Rad genauer angeschaut. Dazu gibt es jetzt auch in Kürze bald einen Clip. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das neue Aeroad gerne gegen mein Rad hier eintauschen. Was meinst du, Mario? Das klingt natürlich nach einem sehr interessanten Video, wenn du sogar das dahergeben würdest gegen das neue Rad. Also wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt, abonniert jetzt noch unseren Channel GCN auf Deutsch und aktiviert diese Glocke, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt. So verpasst ihr das neue Canyon Aeroad auf gar keinen Fall. Die beiden Kumpels Alberto Contador und Ivan Bassus sind unter die Radhersteller gegangen. Die beiden haben vor kurzem die Marke Aurum gegründet, die auf klassische Rahmengeometrien und nicht so sehr auf Aero setzt, wobei die Züge trotzdem innen verlegt sind. Das Ganze fällt eher unter die Kategorie Luxuspreissegment, denn allein der Rahmen kostet bereits 4.099 Euro und die Räder sind ausschließlich mit den Top-Schaltgruppen am Markt, wie zum Beispiel Dura Ace oder SRAM Red zu haben. Jetzt haben wir noch gute Neuigkeiten für euch. Castelli hat nämlich in Zusammenarbeit mit uns von GCN Trikots in 3 neuen Designs auf den Markt gebracht. Die Trikots sind etwas preiswerter als die Pro-Variante, die wir in den meisten Videos anhaben, ist aber nach wie vor von Castelli und dementsprechend ziemlich hochwertig mit dem am leichtesten zu öffnenden Reißverschluss, den es gibt, wie ich gelernt habe, von YKK und natürlich einem Silikonbund, damit das Trikot nicht hochrutscht und langen Aero-Ärmeln. Es gibt sowohl einen Damen- als auch Herrenschnitt und beides ist ab sofort im GCN-Shop erhältlich und es ist ja auch nicht mehr lang bis Weihnachten. Björn, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber an unserer letzten Challenge, der One-Hour-Uphill-Challenge, hast du jetzt nicht so gut abgeschnitten. Wie wär's denn, wenn wir mal wieder eine Challenge machen, wo du dann vielleicht deine Schmach, kann man ja fast nicht anders nennen, wieder wettmachen kannst? Was heißt hier Schmach? Erstmal muss man sehen, ich weiß ja nicht, ob du das Video richtig analysiert hattest. Ja, du hast ich ja habe ja eine andere Motivation in dieser Challenge gesehen als du. Das ist schon mal das Erste, ja. Soweit war ich eigentlich für das, dass ich relativ human hochgefahren bin. Gar nicht hinter dir. Aber ja, wir können gerne ein paar neue Challenges ausrufen, wo ihr dann drüber abstimmen könnt, welche Challenge wir auch dann gegeneinander ausführen sollen. Ja, Mario, ich muss vielleicht noch dazu sagen, also wir werden jetzt eine Umfrage starten in der GCN-App, wo ihr abstimmen könnt, welche Challenge wir als nächstes machen. Und ja, ich mache die ersten beiden, du die zweiten beiden, haben wir gesagt. Also, die erste Möglichkeit wäre ein Speed Race, also wer es schafft, die höhere Maximalgeschwindigkeit zu erreichen und das Ganze mit einem Beweis in der Wahoo-App oder auf dem Wahoo. Beweise. Ja, das zweite wäre, dass wir jetzt hier in Frankfurt den Feldberg hochfahren, jeweils einmal allein die Zeit nehmen und danach nochmal mit dem Tandem und schauen, ob wir dann schneller sind, zu zweit. Da haben wir ja fast das Problem jetzt aufgrund des Herbstes, weißt du?
Ich finde es nicht schön hier gerade. 15 Grad Marke, ich glaube, die ist nicht mehr gegeben am Feldberg. Aber bei mir ist ja nicht, vielleicht ist es dann so ein Durchschnitt, wenn man auf dem Tandem fährt. Bei mir sind es 0 Grad, bei dir 15, dann 7,5. Schauen wir mal, dann haben wir als dritte Variante, haben wir, wer kann freihändig langsamer fahren? Ich glaube, da weiß ich schon, wer vorne liegt. Ich glaube es auch, wer da gewinnen würde. Und dann haben wir noch ein Zwift-Rennen im Angebot, Mario gegen Björn. Wo ihr dann übrigens auch mitmachen könntet, wenn ihr Lust habt. Richtig. Aber es spielt keine Rolle in der Challenge, es geht nur um uns beide. Also ich muss jetzt nicht das Rennen unbedingt komplett gewonnen haben, Hauptsache ich bin vor Björn. Diese Woche haben wir in unserem GCN Race Pass live folgende Radrennen für euch, ohne jegliche Werbeunterbrechung und mit spannenden Hintergrundinformationen. Und zwar einmal Brabantse Pijl in Belgien, dann das Amstel Gold Race und auch noch Gent-Wevelgem für die Damen und Herren bei allen drei Rennen. Also das waren ja jetzt schon mal 6 Rennen, wenn man Damen und Herren eins erzählt. Alles Klassiker. Dann kommt noch dazu Paris-Tour, das ist nur für die Herren und natürlich der Giro d'Italia. Also ich weiß nicht wann, wenn nicht jetzt, sich der Kauf der GCN-App lohnt, der übrigens nur 6,99 im Monat kostet. Wir haben ja am Anfang darüber geredet, wie man fit für den Herbst wird und jetzt sagen wir, es gibt so viele Radrennen im Race Pass, nicht, dass die Leute dann nur noch einfach Fernseh schauen und sich Radrennen anschauen und denken, das war's gewesen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, die Sache. Relativ angenehm. Ja, zu Hause ist warm. Ja, jeder, wie er es gerne hätte. Und nebendran die Gewichte noch stellen. Dann hat man immer auch ein bisschen was trainiert. Nee, aber Spaß beiseite, wenn ihr auch noch einen Tipp oder Trick auf Lager habt, wie man besser durch den Herbst kommt, dann schreibt ihn uns gerne in die Kommentare. Und wir sind jetzt am Ende unserer Show angekommen. Hast du noch was? Genau, erstmal möchte ich sagen, wir sind natürlich über jeden Kommentar dankbar und auch über jeden Tipp von außerhalb. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wenn euch die heutige Show gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wie immer über ein Like freuen. Und für weitere coole Videos oder Shows abonniert jetzt unseren Channel GCN auf Deutsch. Und dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und mitmachen bei der Umfrage nicht vergessen wegen unserer Challenge. Aber ja, in dem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Adi miteinander.